Bei den Patientenbesuchen unterstützt sie CGM Turbomed mit unterschiedlichen Verfahren, um auf ihre Patienten zuzugreifen und somit ihre Dokumentation zeitnah durchzuführen. Dies kann zum einen mittels CGM Turbomed mobil auf mobilem Weg passieren. Dank einer aktiven Internetverbindung werden die Patientendaten nur auf ihrem iPad angezeigt. Die Patientendaten werden nicht auf dem iPad gespeichert. Sie können die Daten Ihrer Patienten einsehen und auch die Dokumentation durchführen. Die Daten werden sogleich mit dem Praxisserver aktualisiert. Es entfällt eine eventuelle Nachbearbeitung. Weitere Informationen zu CGM Turbomed Mobil sowie ein gesondertes Video finden Sie auf unserer Internetseite unter der Rubrik Produkte und Lösungen. Oder Sie nutzen das Turbomed Hausbesuchsmodul. Damit können Sie Ihre Patientendaten auf einem Laptop mitnehmen. Hierbei werden die Daten im Vorfeld auf dem Laptop gesichert, die Patientendokumentation vorgenommen und nach Beendigung des Hausbesuches die Patientendaten vom Laptop auf den Praxisrechner zurückgespielt. Dieses Verfahren ist dank der einfachen und schnellen Abgleichmethode zwischen Praxisrechner und Laptop möglich. Wichtig ist, bitte führen Sie die folgenden Schritte im Zusammenhang mit dem Hausbesuchsmodul wie von uns beschrieben aus. Sollten Sie dies nicht gewährleisten, kann es zu doppelten Patienten- bzw. doppelten Karteikarteneinträgen kommen. Auch sollten in der Zwischenzeit der Patientenbesuche keinerlei Änderungen an den Patientenstammdaten in der Praxis oder am Laptop durchgeführt werden. Auch dies kann zu einer Verdoppelung von Patienten führen. Im ersten Schritt führen Sie eine komplette Sicherung Ihrer Daten durch und gleichen diese mit Ihrem Laptop ab. Dies kann auch regelmäßig in Form einer täglichen Datensicherung bzw. Datenspiegelung durchgeführt werden. Es gibt zwar die Möglichkeit, im Hausbesuchsmodul auch einzelne Patienten oder Patienten aus unterschiedlichen Kriterien zu wählen. Unsere langjährige Erfahrung mit dem Hausbesuchsmodul zeigt jedoch, auch ein ungeplanter Hausbesuch oder ein zusätzlich ungeplanter Patientenbesuch in einem Altenheim bedarf des Zugriffes der Patientendaten. Wir empfehlen daher immer eine komplette Sicherung Ihrer Praxisdaten auf dem Laptop vor dem Hausbesuch. Sind die Patientenbesuche abgeschlossen, können Sie im Nachgang nicht einfach wieder eine komplette Datensicherung erstellen auf dem Laptop und diese in der Praxis zurücksichern. In der Zwischenzeit vorgenommene Änderungen am Praxisrechner würden damit rückgängig gemacht werden. Sie müssen somit die Rücksicherungsfunktion als BDT-Datei aus dem Hausbesuchsmodul wählen. Sie gehen somit am Laptop über das Turbomed Hauptmenü auf Wartung, Datensicherung, Hausbesuch und wählen dort Export nach Hausbesuch. Über den Browse-Button können Sie den Speicherort festlegen. Dies kann zum Beispiel ein USB-Stick sein. Gehen auf Export nach Hausbesuch und wählen eine der vorgegebenen Optionen. Anschließend, wieder in der Praxis-EDV, wird der Button Import nach Hausbesuch angewählt. Und die Abfrage des Importes mit Ja bestätigt. Weitere Informationen zum Hausbesuchsmodul finden Sie in unserer Gebrauchsanweisung F1 unter dem Kapitel Hausbesuchsmodul.